Kennst du diesen Unternehmer hier? Nein? Das ist der Gründer von Firmen wie PayPal, SpaceX und Tesla. Er ist einer der erfolgreichsten und innovativsten Unternehmer der Welt. Die Rede ist von Elon Musk. Doch auch ein erfolgreicher Unternehmer wie Elon Musk bleibt nicht vom Haarausfall verschont. Oder doch? PayPal hat ihn reich gemacht. Er verkaufte PayPal für sagenhafte 1,5 Milliarden US-Dollar an eBay. Und von diesen 1,5 Milliarden US-Dollar landeten dann 150 Millionen direkt in seine eigene Tasche. Aber hat Elon Musk sich danach zur Ruhe gesetzt? Nein, natürlich nicht. Für Leute wie Elon Musk geht es immer weiter nach oben. Und er gründete dann das erste private Raumfahrtunternehmen SpaceX. Und mit diesem hat er sogar angekündigt, dass er bis 2030 sogar die ersten Menschen zum Mars schicken möchte. Und was macht man sonst noch, wenn man so viel Geld hat? Elon Musk will die Welt einfach ein bisschen besser und ein bisschen grüner machen. Und aus dem Grund hat er auch die Automarke Tesla gegründet. Tesla steht für komplett elektrisches und autonomes Fahren. Und allen Kritikern zu Trotz gibt Elon Musk alle seine Patente frei, weil er möchte, dass auch andere Unternehmen von ihm lernen und sich halt schnellstmöglich weiterentwickeln, um dann die Welt zu einem besseren Fleck zu machen. Ähnlich wie Elon Musk macht das nämlich auch sein Vorbild. Und jetzt denkt man vielleicht, Elon Musk hat ein Vorbild? Ja, auch Leute wie Elon Musk haben ein Vorbild. Elon Musk, sein Vorbild ist nicht irgendwer, sondern kein geringerer als Iron Man. Und für die Leute, die nicht wissen, wer Iron Man ist ein Superheld und ein Multimilliardär, der ähnlich wie Elon Musk innovative Technologien und neue Systeme entwickelt, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und abgesehen vom Anzug sind die Ähnlichkeiten zu Elon Musk tatsächlich sehr verblüffend und Elon Musk kommt seinem Vorbild Iron Man tatsächlich sehr, sehr nahe. Aber ohne Haare auf dem Kopf ist das natürlich ein bisschen schwierig. Denn der Multimilliardär, der unter dem Kostüm von Iron Man steckt, der hat nämlich volles Haar im Vergleich zu Elon Musk. Elon Musk sieht im Alter von 28 Jahren nämlich wie folgt aus. Und auf dem Bild kann man sehr gut erkennen, dass Elon Musk bereits fortgeschrittenen Haarausfall hat. Die Geheimratsecken sind schon sehr gut erkennbar und man kann sogar auch die vordere Kopfhaut schon sehr gut sehen. Haarausfall wird übrigens anhand der Norwood-Skala gemessen. Und die Norwood-Skala hat verschiedene Stufen, von geringen Geheimratsecken bis hin zur kompletten Vollglatze. Und jetzt schauen wir uns mal das Bild von Elon Musk an im Alter von 28 Jahren und schauen, wo er da auf der Norwood-Skala steht. Wenn man sich das Bild einfach mal an dieser Stelle ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass Elon Musk im Alter von 28 Jahren bestimmt schon auf Stufe 3, wenn nicht sogar auf Stufe 4 ist. Aber was fällt einem jetzt auf, wenn man sich Elon Musk heutzutage anschaut? Hat Elon Musk nicht wesentlich mehr Haare bekommen? Ja, definitiv. Die Frage ist nur, woher kommen die ganzen Haare? Hat er auf einmal Superkräfte bekommen, wie Iron Man? Diesbezüglich haben wir nochmal nachgehakt und einen Experten zum Thema Haarausfall befragt. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es keine Superkräfte sind, die für seinen erneuten Haarwachstum gesorgt haben tatsächlich. Es gibt einige Möglichkeiten, um, sage ich mal, die Prozedur ein bisschen zu verbessern oder zu verstärken. Unter anderem sind es natürliche Möglichkeiten, die man nutzen kann, wie Biotin, verschiedene andere Vitamine, Präparate. Und da gibt es auf der anderen Seite chemische Präparate, sowas wie Minoxidil, was bekannt beim Regain ist, oder Finasterid. Und eine weitere natürliche Methode wäre natürlich die PRP-Behandlung. Und da hat man schon einige, ich sag mal, super Resultate erreichen können. Also die Präparate können schon sehr hilfreich sein. Vor allem die PRP-Behandlung kann sehr, sehr stark nachhelfen und die ganze Sache unterstützen. Allerdings gehe ich bei Elon Musk davon aus, dass das eher eine Haartransplantation war. Also, da haben wir die Antwort. Elon Musk hatte eine Haartransplantation. Und das vor knapp 15 Jahren. Und zum damaligen Zeitpunkt waren Transplantationen zum einen noch sehr, sehr teuer und die Techniken für Transplantation steckten noch vollkommen in den Kinderschuhen. Man sagt sogar, dass Elon Musk damals 40.000 US-Dollar für seine Transplantation gezahlt hat und das lediglich für die Transplantation ohne die zusätzliche Nachsorge. Und ich meine, ist ja auch vollkommen klar. Denn damals gab es bei weitem noch nicht so viele Experten wie heute. Heutzutage hat sich nämlich einiges geändert und mittlerweile gibt es auch einige Experten. Und einer davon ist unser zubehandelnder Arzt Dr. Balvi. Dr. Balvi ist nicht nur bekannt aus Welt der Wunder, sondern Dr. Balvi hat auch selbst einige Techniken mitentwickelt, die heutzutage bei Transplantation angewendet werden. Und mittlerweile muss man auch keine 40.000 US-Dollar mehr auf den Tisch legen, wie Elon Musk das gemacht hat, sondern man bekommt diesen unkomplizierten Eingriff für einen Bruchteil dessen.
Heutzutage kostet eine Haartransplantation, es kommt natürlich auch immer auf die Haarsituation an, zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Wenn du dich an dieser Stelle einfach mal informieren möchtest rund um das Thema Haartransplantation, dann klick einfach mal hier oben hin auf unseren Haarkalkulator. Mit dem Haarkalkulator kannst du nämlich ganz einfach und ganz easy deine aktuelle Haaranalyse von unseren Experten einfach mal bewerten lassen und dir einfach mal ein paar Informationen einholen. Und das ist wirklich super easy und funktioniert komplett kostenlos.